Die heutige Vorlesung, was ich halten muss, ist eine über die Makroskopie des Zentralnervensystems. Aber wir müssen das so machen, dass wir auch gleich die Embryologie, die grundsätzliche Embryologie des Zentralnervensystems wiederholen. Also die Vorlesung besteht aus zwei Hauptteilen. Erstmal eine kleine Wiederholung über die embryologischen Grundlagen. Ich werde kurz die Neurulation wiederholen, was Sie im ersten Semester schon gelernt haben. Und ich werde dann über das Neuralrohr sprechen, die Hauptteile davon und welche Hirnbläschen da entstehen und welche Abkömmlinge sie haben. Das ist der erste Teil. Und dann, wir vergleichen diesen Vorgang mit der Makroskopie des Großhirns und des Hirnstammes. Und ich werde auch noch kurz über Kleinhirn sprechen. Das ist nicht ausführlich, was ich heute über Gehirnmakroskopie sagen möchte. Es ist einfach nur ein Überblick, das hilft eventuell, wenn Sie in die Stunde gehen. Wenn Sie im Seziersaal die Stunden hören oder auch wenn das alles online erstmal unterrichtet wird, dass Sie wenigstens eine grobe Vorstellung haben, wie das Gehirn aussieht und wie man sich daran orientiert. Und die Details werden natürlich von den Dozenten im Rahmen der Praktika erklärt. Also dann fangen wir auch an mit der Wiederholung. Diese Folie habe ich von Frau Judith Horvath bekommen. Sie hat diese Folie dann schon im ersten Semester bei der Embryologie vorgetragen und sie hatten auch eine Prüfungsfrage vom Epiblast Entwicklungsgeschichte oder Fate Map auf Englisch. Diese Folie zeigt die dorsale Oberfläche der zweiblättrigen Keimscheibe und wir sind jetzt in der zweiten Entwicklungswoche. Diese bunten Farben repräsentieren Arealen im Epiblast, die dann später in unterschiedlichen Richtungen weiterentwickeln werden. Sie können sich das so vorstellen, man hat das in Vogelembryonen erforscht, man hat diese Zellen in diese zweiblättrigen Keimscheibe markiert und man hat später nachgeforscht, wohin diese markierten Zellen wanderten und was für welche Körperteile oder Hauptteile des Körpers davon entstanden sind. Also das ist praktisch eine topografische Projektion der späteren Körperteile oder Anlagen der späteren Körperteile. Und beim menschlichen Embryo, wir sind in der zweiten Woche der Entwicklung. Und wenn man in der Mitte diese mittige Epiblastregion in der zweiblättrigen Keimscheibe markiert, dann stellt sich heraus, dass die Zellen von hier, wenn sie sich weiterentwickeln, zu der Entwicklung des Nervensystems beitragen, weil aus diesem Bereich Neural-Ektoderm entsteht und das Nervensystem hat einen neuroektodermalen Ursprung. Also aus diesem Bereich gehen die Neural-Ektodermzellen hervor. Dann die anderen Arealen möchte ich nicht erklären, aber diejenigen, die die Entwicklung der zweiten, dritten Woche gelernt haben und über die Gastrulation noch was wissen, vielleicht haben noch einige Erinnerungen, wie dann die mittlere Keimscheibe, die Somiten, paraxiales, intermediäres Mesoderm entsteht und wie die Somiten sich weiterentwickeln. Aber da würde ich jetzt nicht reingehen. Es reicht jetzt für uns, das Neuralektoderm zu wiederholen. Aber wenn Sie sich für das Rigorosum vorbereiten, die Allgemeinmediziner müssen dann natürlich alle Arealen kennen, weil in der dritten Woche bei der Gastrulation der Vorgang abläuft. Also es entsteht das Neuralektoderm und ein bisschen später, wenn wir diesen Vorgang betrachten, dann der Primitivstreifen ist hier unten in der Mitte und dann diese löffelförmige Region entsteht, was ich jetzt auch so ein bisschen mit Blau verstärkt habe. Das ist das Neuralektoderm. Die Zellen vermehren sich rasch und diese Struktur wächst ein bisschen von der Ebene der anderen Arealen
raus und stülpt sich hervor, so löffelförmig. Und die beiden Ränder davon fangen an, schneller zu wachsen. Und es entsteht in der Mitte eine Rinne und seitlich es entstehen Falten, die Neuralfalten genannt werden. Das ist die Aparich. Und in der Mitte es entsteht eine mittige Neuralrinne. Und dieser Vorgang setzt sich fort. Aber die wichtige Sache, was Sie von der Neurulation auch schon wissen, vom ersten Semester, dass darunter die Corda dorsalis entsteht und das produziert Wachstumsfaktoren, die dann die Entstehung des Neuralrohrs induziert. Also die Entstehung der Corda dorsalis im Mesoderm ist unentbehrlich für die Entwicklung. Und dann etwas später, als die Somiten erscheinen, etwa am 20., 21. Tages entstehen die ersten Somiten, hier an der Abbildung 3 Stück dargestellt, dann durch Wachstum der Somiten wird die Neuralrinne immer tiefer. Und dadurch werden die beiden Ränder der Neuralfalten immer näher zueinander gedrückt, wodurch weil die Somiten die schnelle Entwicklung ausüben und das drückt die beiden Wänden der Neuralrinne dann gegeneinander. Dann, wenn wir noch weitergehen, dann es kommt dazu, dass die beiden Neuralfalten kommen immer näher zueinander und am Ende sie vereinigen sich miteinander. Und so beginnt die Entwicklung des Neuralrohrs, dass diese Rinne zu einem kompletten Rohr geschlossen wird. Und dieser Vorgang, dass die beiden Ränder der Neuralfalten zueinander wachsen, setzt sich fort. Einerseits Richtung spätere Kopfende und andererseits Richtung späteres caudale Ende des Embryos nach unten. Und dadurch, dass die Somiten sich differenzieren und es entstehen immer neue Somiten, die Rinne wird immer mehr geschlossen. Auf der rechten Seite sehen Sie die zwei rot markierten Öffnungen, die als letzte zugehen. Es gibt ein Neuroporus anterior und ein Neuroporus posterior. Und normalerweise gegen 25. Tag geht der Neuroporus anterior zu und 2-3 Tage später schließt sich der Neuroporus posterior und dann diese ektodermale Struktur des Neuralektoderm verschwindet von der Oberfläche, wird umgeben von anderen Geweben und von außen kann man das nicht mehr sehen. Es entsteht ein Neuralrohr, was ganz komplett geschlossen ist. Also wir sind am Ende der vierten Woche jetzt, ganz früh in der Schwangerschaft. Und wir sind so früh in der Schwangerschaft, dass die Regelblutung, die eigentlich, wenn die Frau nicht schwanger wäre, kommen sollte, verspätet sich seit 2 Wochen. Und weil die Zyklen nicht alle Frauen ganz genau zur selben Zeit kommen und die kann auch etwas unregelmäßig sein. Die Frau ist noch nicht unbedingt sicher, dass sie schwanger ist. Vielleicht denkt sie daran, erst jetzt einen Schwangerschaftstest machen zu lassen oder zu kaufen. Und deshalb muss man schon verstehen, dass eigentlich die Anlage des Neuralrohrs ist jetzt entstanden und und das sind richtig grundsätzliche Vorgänge. Wenn hier etwas nicht funktionieren soll, es entstehen Fehlbildungen. Es kann das Neuralrohr offen bleiben, kranial, wenn das offen bleibt, entsteht eine Anencephalie. Kaudal kann die Spina bifida entstehen, wie Sie schon früher gehört haben. Und im Hintergrund steht oft Mangel an Folsäure, was man eigentlich mit entsprechenden Vitaminkomplexen vorbeugen kann in den meisten der Fällen. Deshalb lohnt es sich, wenn eine Schwangerschaft geplant wird, schon im Voraus Schwangerschaftsvitamine zu nehmen, damit Folsäurenmangel und deshalb Neurulationsstörung vorgebeugt werden kann. Also das war eine kurze Zusammenfassung. Ja, Entschuldigung, noch was. Hier diese gelbe Region habe ich vergessen zu erwähnen. Das wird zu der Entwicklung des peripheren Nervensystems beitragen. Die Crista neuralis oder Grenzstrang entsteht und entwickelt sich an der Grenze zwischen Ektoderm, Hautektoderm und Neuralektoderm, wandert aus und trägt zu vielen Organen bei. Aber später in anderen Vorlesungen wird das noch
weiter detailliert, was für welche Anlagen davon kommen. Aber kurz zusammengefasst, das periphere Nervensystem entsteht aus den Grenzstrangzellen und das zentrale Nervensystem aus dem Neuralrohr. Das ist eine elektronenmikroskopische Aufnahme von einem Mausembryo. Ich will den Vorgang nicht nochmal erklären. Das ist nur ein Beispiel oder ein Beweis dafür, dass, was ich bisher erzählt habe, kann man in Versuchstieren nachweisen. Sie sehen, wie die Neuralfalte und am Ende Neuralrohr sich entwickelt und wie das am Ende komplett zugeht. Gut, ich habe dann die Neurulation damit erklärt und jetzt gehen wir weiter zum Neuralrohr und sprechen wir darüber, was für welche Abkömmlinge davon entstehen. Wir sind jetzt wieder in der, am Ende der vierten Woche. Ganz unten sehen Sie noch kaudal, dass das kaudale Ende des Neuralrohrs noch nicht ganz zu ist. Kranial ist schon geschlossen und Sie sehen, dass das rostrale Ende, das vordere Ende des Neuralrohrs dehnt sich aus und es entstehen da drin solche Ausstülpungen. Es entstehen drei sogenannte Hirnbläschen, die werden als primäre Hirnbläschen bezeichnet. Es entsteht rostral ein Prosencephalumbläschen, dann ein Mesencephalumbläschen und ein Rhombencephalumbläschen. Diese Hirnbläschen werden bald schnell heranwachsen und es kommen davon die unterschiedlichen sekundäre Hirnbläschen und davon die Hirnanteile, wie Sie in den kommenden Folien sehen werden. Also das geschieht alles direkt nach dem Verschluss des vorderen Neuroporus. Und noch ein bisschen später, dieses Prosencephalumbläschen, was ich in der letzten Folie schon gesagt habe, vor der Hirnbläschen auch auf Deutsch genannt, wächst schneller weiter und es wachsen zwei symmetrisch, mehr oder weniger symmetrisch, zwei ohrenförmige Rausstülpungen davon hinaus. Und es bleibt in der Mitte eine Region zurück. Die zwei parallel hinauswachsenden Strukturen, die dann symmetrisch sind, werden dann die Hemisphärien dann später erzeugen. Das ist das Telencephalumbläschen oder das Endhirn. Das wird schon ein sekundäres Hirnbläschen sein. Und dann, man hat noch diesen Teil in der Mitte, was wir als Diencephalumbläschen nennen. Das wird später zum Zwischenhirn und wird wirklich wichtige Teile des Hirns wie Thalamus, Hypothalamus und andere Areale noch geben. Ich werde dazu kommen. Und vielleicht noch eine Bemerkung, obwohl darüber genauere und spezielle Vorlesungen über das Auge gehalten wird. Aus dem Diencephalumbläschen entwickelt sich das Augenbläschen und Teile des Sehorgans wachsen auch davon aus. Deshalb die Retina und das Auge, Teile des Auges, der Sehnerv und die Retina gehören eigentlich entwicklungsgeschichtlich zum Zentralnervensystem. Also das alles kommt aus dem Prosencephalumbläschen. Das Mesencephalon wird später zum Mittelhirn und kaudal, diese rautenförmige grün markierte Region, wird als Rautenhirn bezeichnet. Das entwickelt sich weiter und davon entstehen wieder mal wichtige Bestandteile des Gehirns. Das Rhombencephalonbläschen verwandelt sich einerseits zur Metencephalon, was man als, auf Deutsch als Nachhirn bezeichnen kann. Und aus diesem Metencephalon es entwickelt sich das Kleinhirn und es kommt davon noch die Brücke, der Pons. Und dann aus dem Rhombencephalon entwickelt sich kaudal noch ein Myelencephalonbläschen, was man als Markhirn bezeichnen kann und das gibt später das verlängerte Mark oder Medulla oblongata. Also diese sind wirklich wichtige Teile des Gehirns. Ich werde das gleich natürlich noch mit Makroskopie vergleichen, aber die Reihenfolge der sich entwickelnden Hirnbläschen wäre wichtig, sich zu merken. Also sekundäre Hirnbläschen sind hier das Telencephalon und das Diencephalonbläschen und Metencephalon und Myelencephalon kommen beide aus dem Rhombencephalonbläschen. Das Mesencephalon als primäres Hirnbläschen differenziert sich nicht weiter. Das lässt einfach das Mittelhirn entstehen, aber Sie werden gleich noch Bilder darüber haben. Ein Aspekt von lateral.
wie das aussieht. Die Farben sind jetzt anders kodiert, deshalb habe ich das nochmal beschriftet. Also das Neuralrohr war ursprünglich mehr oder weniger bei der Neurulation geradeaus. Aber weil die Entwicklung des Neuralrohrs besonders schnell ist und Wachstum des Embryos wird nicht verhältnismäßig langsamer, deshalb krümmt sich das sehr stark und es entstehen zahlreiche drei Krümmungen. Vorne hat man das Prosencephalumbläschen, wie ich erwähnt habe, das wird zum Zwischenhirn und Endhirn differenzieren. Und darunter das Mittelhirnbläschen mit dunkelblau bleibt am Anfang nicht so, also ändert sich wenig. Und es entsteht hier eine starke Krümmung, was man als Kopfbeuge oder Flexura cephalica auch nennen kann. Und aus dem Rautenhirn, was hier unten ist, entwickelt sich weiter. Es entstehen davon die Bläschen, die folgenden, aber nach ventral, es entsteht eine starke Krümmung, wo später die Brücke sich entwickelt. Deshalb Brückenbeuge oder Flexura pontina entsteht. Und noch im Hals-Nackenbereich, es entsteht eine Nackenbeuge oder Flexura cervicalis. Und aus dem Rautenhirn, hier von dem hellblauen Areal entsteht durch unterschiedliche Entwicklungsstadien das Kleinhirn. Ventral bei der Krümmung die Brücke und unten, wo die oberhalb der Beuge, es entsteht dann das verlängerte Mark. Also aus dem Rautenhirn entstehen diese Teile des Hirnstammes. Und später, wenn Sie nach rechts und nach unten die unterschiedlichen Entwicklungsstadien folgen, die Farben bleiben dann identisch, was die Abkömmlinge betrifft. Sie sehen, dass das Endhirn, das Telencephalumbläschen, die rosarote, besonders schnell und groß wächst. Proportional die gelbe Region, das Zwischenhirn, wird immer kleiner. Und die blauen Felder werden auch proportional auch im Verhältnis zum rosaroten auch etwas kleiner. Also deshalb am Ende wird der Hirnstamm im Verhältnis zum Großhirn dann deutlich kleiner. Okay, dann, wenn wir jetzt weitergehen, dann kommen wir zur nächsten Folie und hier möchte ich etwas erklären, was Sie auch in der Vorlesung von Frau Lubitsch nächste Woche hören werden oder teilweise hören werden, wenigstens wird sicherlich erwähnt. Also, ich habe hier bisher über Hirnbläschen gesprochen. Das heißt, dass sie eine Höhle haben. Und diese Höhlen bleiben auch später vorhanden. Die Wand dieser Höhlen wird zum Hirngewebe entwickeln, aber die Hohlräume entwickeln dann die Ventrikeln des Gehirns. In dieser Abbildung sehen Sie nicht, aber das Prosencephalumbläschen entwickelt sich zum Telencephalon, zum Endhirn, das ist rosa. Und innerhalb des Telencephalonbläschens kann man Höhlen finden. Das werden die Seitenventrikeln sein. Ich werde in späteren Folien das besser zeigen können. Aber was man hier schon sieht bei diesem halbierten Gehirn, dass in der Mitte des Gehirns im Zwischenhirn entsteht eine Höhle, was wir als Diencephalonhöhle definieren und das wird auch als dritter Hirnventrikel bezeichnet. Sie haben zahlreiche Sezierseilstunden, wo Sie die Hirnventrikelanatomie erlernen. Heute wollte ich nur erreichen, dass Sie verstehen grob, wie diese Hirnventrikel entstehen. Dann das Mesencephalumbläschen, das Mittelhirn, was ich in der letzten Folie auch mit dunkelblau markiert habe. Dort entsteht eine engere Höhle, das heißt Aqueductus Cerebri. Aqueductus bedeutet einfach Wasserleitung. Also eine Verbindung zwischen dritter Hirnventrikel ist das und vierter Hirnventrikel ist eine Engstelle, wo die Hirnflüssigkeit, Zirkulation eventuell gestört werden kann. Das werden Sie im klinischen Praxis oft sehen. Und das Kleinhirn, die Brücke und das verlängerte Mark in der Abbildung werden zusammen, weil sie alle aus dem Rautenhirn sich entwickeln, die Höhle des Rautenhirns den vierten Ventrikel umgeben. Also Sie sehen jetzt, dass wenn man die Entwicklung der Hirnventrikel versteht, dann von den Hirnbläschen kann man die Hirnventrikel ableiten und so kann man das besser
verstehen. Also das wäre die ein Überblick. Und wenn ich jetzt noch weitergehe, dann das ist dieselbe Abbildung, ein median sagittal halbiertes Gehirn. Und wenn Sie im Seziersaal die im Rahmen der Praktika die Hirnventrikel studieren werden, Sie werden ein solches Modell in der Hand haben. Das ist ein Präparat oder so ein Modell, womit man die Hirnventrikel nachweisen kann. Stellen Sie sich vor, man nimmt eine Kanüle, man sticht das ins Ventrikelsystem hinein und das Ventrikelsystem wird mit einem, zum Beispiel mit Wachs, mit flüssigem Wachs ausgefüllt, dann wird das hart und man entfernt das Gehirngewebe und das ist so ein Ausgusspräparat, so ein Modell vom Ventrikelsystem, die dann aus unterschiedlichen Hirnbläschen kommen. Und in dieser Folie versuche ich zu verständigen, wie man sich diesen Modell verstehen muss. Also links ist das Gehirn in der Mitte geschnitten. Rechts oben sehen Sie die Querschnitte der unterschiedlichen Hirnarealen und unten ist dieser Ausgussmodell des Ventrikelsystems. Also wenn ich einen Frontalschnitt mache, das mit Rot, dann bekomme ich diesen riesengroßen Frontalschnitt des Gehirns. Und mit Blau sehen Sie markiert, wo die Ventrikel in dieser Schnittebene sind. Und wenn ich dieselbe Ebene an diesem Ausgussmodell darstelle, dann sehen Sie, dass der Seitenventrikel, der so kipfelförmig gekrümmt ist, ist zweimal geschnitten, einmal oben, einmal unten. Und Sie sehen hier und dort im Temporallappen die Querschnitte und desselben Ventrikels, weil der so kipfelförmig gekrümmt wird, kommt zweimal in die Schnittebene. Zusätzlich im Bereich des Zwischenhirns wird auch noch die Höhle des Diencephalons geschnitten. Also der dritte Hirnventrikel ist auch hier in der Mitte zu sehen, was auch an diesem Modell zu sehen ist. Wenn ich andere Schnittebenen benutze, dann kann man zum Beispiel beim Mittelhirn einen Schnitt machen und rechts oben in der Ecke sehen Sie einen Querschnitt des Mittelhirns und unten an diesem Modell sieht man dieselbe Schnittebene. Ein ganz enges Loch wird im Mittelhirn der Aqueductus cerebri sein, was aus dem ehemaligen Ventrikel Höhle oder Mesenzephalonbläschen kommt. Noch weiter unten, wenn ich schneide, dann bin ich bei der Brücke und dort sehe ich einen relativ erweiterten Raum. Das ist der vierte Hirnventrikel, was ich unten mit der gelben Farbe dargestellt habe. Und noch weiter unten, kaudal, im verlängerten Mark verengt sich wieder der vierte Ventrikel und wir kommen dann zum kaudalen Ende des vierten Hirnventrikels. Also das sind die ehemaligen Höhlen des sich entwickelnden Gehirns und später diese Höhlen beinhalten dann Flüssigkeit, worüber die Frau Lubitsch dann nächste Woche sprechen wird, von der Liquorzirkulation. Also nochmal eine Abbildung, damit Sie die Zusammenhänge der Höhlen besser verstehen, in einem lateralen schrägen vorderen Aspekt. Die beiden Seitenventrikeln, die haben eine relativ komplizierte Anatomie. In die Details gehe ich nicht rein. Sie werden im Rahmen der Praktika über die Wände dieser Ventrikeln viel hören. Und diese beiden lateralen Hirnventrikeln, die Höhlen des Telencephalons darstellen, verbinden sich mit dem Diencephalonbläschen, was dann den dritten Ventrikel ergibt. Die Verbindung dazwischen ist eine paarige Öffnung, das Foramen interventrikulare oder Monroe-Öffnung auch. Und dann aus dem dritten Ventrikel geht es weiter durch den vorhin erwähnten Aqueductus cerebri durch das Mittelhirn nach unten Richtung vierter Ventrikel, was dann aus dem Rhombencephalon sich entwickelt. Und von dem vierten Ventrikel fließt die Hirnflüssigkeit wieder raus durch drei natürliche Öffnungen, durch die Apertura mediana und durch die Apertura laterale. Sie werden als Magendie und Luschka-Gänge jeweils genannt. Das sind die Stellen, wo das Liquor, was dieses System auffüllt, raustreten kann und von dem Gehirn wieder rausfließt und in den äußeren Liquorräumen sich verteilt. Diese sind die natürlichen Öffnungen der,
des Ventrikelsystems, aber das wird noch genauer erklärt von Frau Lubitsch nächste Woche am Montag. Dann, wenn wir nochmal zurück zum Neuralrohr gehen, dann in der Entwicklung des Neuralrohrs, man kann histologisch die unterschiedlichen Ereignisse zellulären Entwicklungen natürlich auch beschreiben. Ich wollte jetzt nicht in Details reingehen, aber es gibt einige Grundbegriffe, was ich Ihnen erklären will. Also das Neuralrohr entsteht als eine epithelartige Struktur, sieht als Epithel erstmal raus, Neuralepithel wird es auch genannt. Und diese Zellen fangen an, relativ schnell mitotisch zu teilen. Und es entstehen die schnell sich vermehrenden Zellen und dann es gibt andere Zellen, die dann sich weiter differenzieren und sie bilden sowohl die Neurone, die Nervenzellen als auch die Neuralepithelzellen vermehren sich und die Zellen wandern nach oben und dann die intermitotischen Zellen differenzieren sich zu unterschiedlichen Blastzellen, sowohl Neuroblasten als auch unterschiedliche Gliazellen. Aus der zentralen Region entwickeln sich die Nervenzellen und in der Peripherie, das wird noch zur Marginalzone kommen später und davon entsteht die weiße Substanz. Und wenn ich diesen Schema mit dieser Abbildung vergleiche, dann Sie sehen, dass das Neuralrohr, die ehemalige Hülle des Neuralrohrs, wird immer enger. Und die Wand davon lässt unterschiedliche Strukturen entstehen. Und das hat unterschiedliche Abkömmlinge, die dann in den kommenden vielen Vorlesungen genau erklärt werden. Das ist ein Beispiel vom Rückenmark, aber bei allen ähnlichen Zentralnervensystemfelder könnte man die Abkömmlinge der Wand erklären. Ein Grundprinzip ist, was Sie vielleicht sich merken sollen, dass dorsal, jetzt blau markiert, es entstehen die sensiblen Systeme und ventral, es entstehen die motorischen Systeme, die rot markiert sind und seitlich, es entstehen dann die vegetativen Anlagen, jetzt mit Gelb, und außen hellblau aus der vorhin erwähnten Marginalzone, es entsteht die weiße Substanz und diese weiße Substanz wird dann für die Bahnen zuständig sein. Die graue Substanz beinhaltet die Neuronen. Ich habe vergessen, die rote Anlage wird als Grundplatte und die blaue Anlage wird als Flügelplatte bezeichnet. Außerdem, es entsteht noch eine Bodenplatte und eine Deckplatte oben, aber da würde ich jetzt nicht tiefer reingehen. Die kommissuralen Arealen entstehen von denen. Also, das sind dann die wichtigsten Grundprinzipien, was die Entwicklung des Neuralrohrs betrifft. Noch eine Ergänzung zur Ventrikelwand. Es ist wirklich kompliziert, aber ich versuche kurz zu verständigen und dann im Rahmen der Praktika werden Sie das sicherlich besser nachvollziehen. Es entstehen, links oben sehen Sie jetzt dieses Schema von der Entwicklung der Hirnbläschen. Und die roten Pfeilchen zeigen solche Arealen, wo die Ventrikelwand zart dünn bleibt und wo dann kein Hirnsubstanz sich entwickelt, sondern es bleibt dieses Neuralepithel erhalten. Stellen Sie sich vor, dass von außen es stülpen sich Blutgefäße Richtung Ventrikelhöhlen hinein und so diese Blutgefäße können dann Strukturen erzeugen, die für die Liquorproduktion zuständig sind. Aber dabei stülpt sich dieses Neuralepithel hinein zusammen mit der weichen Hirnhaut und das nennt sich Telachoroidea. Also die Pia Mater mit der Lamina Choroidea Epithelialis bilden zusammen die sogenannte Telachoroidea und wenn die Blutgefäße dazu kommen, so entsteht der sogenannte Plexus Choroideus, was die Stelle der Liquorproduktion ist. Ich habe ein Histobild hier auch mitgebracht. Sie sehen einen Schnitt, gefärbt, ein Plexusepithel und dann eine
eine Schicht aus Bindegewebe, praktisch Pia Mater und Blutgefäße. Also diese drei Strukturen kann man in den Ventrikeln finden innerhalb des Plexus choroideus, wo aus der Blutzirkulation durch Transportmechanismen die Liquorproduktion stattfindet. Nächste Woche die Frau Lubitsch wird darüber genau reden. Ich habe hier unten noch ein Schema darüber, wie diese Schichten entstehen. Also Epithel des Plexus choroideus mit Gelb. Dann man hat Bindegewebszellen, die aus der Pia Mater abzuleiten sind und dann die Blutgefäße. Und durch diese Zellschichten wird dann die Liquorproduktion in der Höhle des Hirnventrikels stattfinden. So, dann, ich habe damit die wichtigsten embryologischen Grundlagen abgeschlossen. Und was ich jetzt in der bleibenden Zeit machen möchte, dass ich einen Überblick an der makroskopischen Anatomie des Gehirns gebe. Das wird nicht ausführlich sein, aber ich will, dass Sie Grundbegriffe erlernen. Also das Zentralnervensystem, Systema Nervosum Centrale auf Latein, besteht aus dem Gehirn oben und aus dem Rückenmark, aus der Medulla Spinalis oder Myelon. Myelon ist griechisch, Medulla Spinalis ist Latein, genauso wie Cerebrum Gehirn und Enzephalon griechisch ist. Es lohnt sich, beide zu erlernen, weil medizinische Fachbegriffe beide benutzen werden. Graue und weiße Substanz, das haben Sie sicherlich auch schon gehört, aber es lohnt sich einmal zu definieren. Wenn ich einen Frontalschnitt des Gehirns führe, wie hier gezeigt wurde, dann einerseits die Oberfläche des Großhirns ist von grauer Substanz bedeckt, was wir als Substantia grisea bezeichnen. Und diese Oberfläche ist die Hirnrinde. Und das wird als Cortex cerebri bezeichnet. In dieser Abbildung nicht sichtbar, aber am Kleinhirn gibt es auch einen Cortex, Cortex cerebelli. Das wird noch später gezeigt. Außerdem in der Tiefe sehen Sie auch noch graue Substanzfelder, die dann als Kerne genannt werden, Nukleus oder Kern. Die haben alle ihren eigenen Namen, darüber werden Sie viel hören. Und sie werden von weißen Substanzarealen voneinander getrennt, die die Bahnen beinhalten. Also das sind die Kerne zum Beispiel und außerdem, man hat noch die weiße Substanzfelder, die dann die ganzen Bahnen, die ganzen Nervenfaserverbindungen beinhalten, die die Nervenzellen aufbauen oder besser gesagt die Fortsätze der Nervenzellen aufbauen, die die Axone da drin verlaufen. Okay? Also weiße Substanz, graue Substanz, innerhalb der grauen Substanz, man hat die Rinde und man hat die tiefen Kerne des zentralen Nervensystems. Dann im Zentralnervensystem werden auch spezielle Lagebezeichnungen benutzt. Und ich wollte eine Folie davon auch zusammenstellen. Das ist ein median sagittaler Schnitt des Gehirns. Und mit lila habe ich den Balken, den Corpus callosum, betont. Das ist eine Struktur, was die beiden Hemisphären verbindet. Was ich jetzt brauche, ist die sogenannte Rostrale oder Rostrum davon. Diese mit R markiert. Das soll für uns jetzt wichtig sein, weil das bei den Lagebezeichnungen erscheint. Im Hirnstamm, wenn ich nach oben gehe, dann sagt man rostral und das Gegenteil davon ist kaudal. Vorsicht, fast oder mehr oder weniger senkrecht dazu. Man kann aber die allgemeine Lagebezeichnungen ventral oder anterior und dorsal oder posterior benutzen. Und jetzt wieder eine kleine Überraschung. Frontal oder rostral hat eine andere Bedeutung als unten im Hirnstamm, weil beim Großhirn rostral oder frontal eher nach vorne bedeutet und nicht mehr nach oben wie beim Hirnstamm. Das kann ein bisschen irreführend sein. Das Gegenteil davon ist occipital oder caudal. Dorsal kann man hier auch benutzen, aber das wieder wird eine andere Bedeutung haben, wenn Sie das mit dem Hirnstamm unten vergleichen. Und das Gegenteil davon ist jetzt wieder das Ventral oder Basal.
Und das schließt wieder ein Winkel mit dem Ventral ein, was ich früher gesagt habe. Es ist nicht egal, wo wir sind, und es ist nicht egal, welche Lagebezeichnung wir benutzen am Gehirn. Bitte beachten Sie das auch. So, dann eine Einführung in die Anatomie des Großhirns. Telencephalon, Endhirn, Großhirn habe ich schon gesagt. Darunter hat man Zwischenhirn, Mittelhirn, Brücke, verlängertes Mark. Und diese drei Teile, die ich letztes aufgelistet habe, das Mittelhirn, die Brücke und das verlängerte Mark zusammen werden als Hirnstamm zusammengefasst. Truncus cerebri auf Latein, das sagt man selten, aber heißt so. Hirnstamm sagt man öfters. Das beinhaltet die vitalen Zentren des Gehirns und die Schädigung des Hirnstammes ist mit dem Leben nicht vereinbar. Deshalb ist es auch wichtig zu wissen, dass das ordentlich funktioniert. Dahinter befindet sich das Kleinhirn. Das gehört nicht zum Hirnstamm, ist ein Zentrum für Bewegungskoordination. Später werden davon mehrere Vorlesungen gehalten. Wenn ich an der Oberfläche des Großhirns mich orientieren will, dann sieht man eine konvexe Fläche. Und ich habe jetzt mit den Farben die Teile des Großhirns darstellen wollen. Es gibt ein Sulcus centralis, was dann als Orientierung und ein benutzt werden kann. Und davon nach vorne, nach frontal, befindet sich der Frontallappen. Dann dahinter ist der Parietallappen. Und dann seitlich ist noch eine auffällige Rinne zu finden, das nennt sich Sulcus lateralis oder Silviusgrube. Darunter befindet sich dann der Temporallappen. Und ganz hinten hellrosa ist dann der Lobus occipitalis hier dargestellt. Sie werden im Rahmen der Praktika die Bestandteile von denen und die genauen Grenzen auch erlernen. Wenn man den Sulcus lateralis cerebri mit zwei Instrumenten so aufklappt, dann in der Tiefe kann man noch eine Region, einen extra Lappen visualisieren. Das nennt sich Insellappen oder Lobus insularis oder kurz Insula auch. Wenn man das Gehirn in der Mitte schneidet, median sagittal, dann bekomme ich dieses Präparat. Hier sieht man diese bräunliche, gräuliche Region, was man neulich als Lobus limbicus, limbischer Lappen, definiert. Das hat mit Launen, Funktionen und mit Emotionen zu tun. Und an der basalen Oberfläche, man kann den Frontallappen, den Temporallappen und den Okzipitallappen auch studieren. Wenn man jetzt den Frontalschnitt des Gehirns studiert, dann man kann sehen, dass in der Tiefe die Kerne sichtbar sind. Ich habe schon früher heute diese Folie darüber gezeigt. Und diese Basalganglien, die ich dort als Kerne definiert habe, entstehen dadurch, dass das Hirngewebe sich entwickelt und die weiße Substanz diese Kerne während der Entwicklung voneinander trennt. Und Sie sehen jetzt im Großhirn die tiefliegenden Kerne. Sie werden viel mehr davon hören, aber damit Sie sich orientieren können, neben dem Seitenventrikel findet man den Nucleus caudatus. Etwas weiter davon entfernt findet man das Putamen, aber wenn Sie genauer hingucken, Sie sehen, dass sie verbunden sind durch ganz enge graue Substanzverbindungen. Deshalb werden sie als Striatum wegen Streifen zusammengefasst, weil diese graue Substanzstreifen die beiden miteinander verbinden. Und dann darunter hat man noch diesen hellgrauen Bereich oder blassgrau, pallidus blass auf Latein. Deshalb, weil sie zusammen mehr oder weniger so linsenförmig sind, werden sie als Nucleus lentiformis zusammengefasst. Vorsicht, das Putamen wird gleich zum Striatum und gleich auch zum Nucleus lentiformis eingeordnet. Das kann in der Nomenklatur manchmal zu Missverständnissen führen. Es lohnt sich zu merken, dass das Putamen gleichzeitig zu zwei Arealen eingeordnet wird. So,
Dann von dem Zwischenhirn werde ich wieder nicht in Einzelheiten hineingehen können. Ich werde nur die wichtigsten Teile auflisten und von jedem einzelnen Teil werden Sie Vorlesungen und Praktika haben. Die Höhle ist der dritte Hirnventrikel und da drin kann man den Thalamus sehen. Das entwickelt sich aus der Flügelplatte, wie ich früher erzählt habe. Dann man hat diese gestrichelte Linie, was wir als Sulcus hypothalamicus nennen, und darunter befindet sich der Hypothalamus. Und das kommt aus dem unteren Teil des Neuralrohrs. Und diese sind die zwei Hauptteile des Diencephalons. Darüber hinaus, es gibt kleinere Felder noch aus der Deckplatte. Es entsteht entstehen die epithalamischen Arealen wie Commissura posterior habenularum und das Corpus pineale, die Zirbeldrüse. Und sie bilden dann später die dorsale Wand des dritten Ventrikels. Und was man hier nicht so gut darstellen kann, als Hirnregion ist der Subthalamus, sein Kern in der Tiefe ist nur in der embryologischen, im embryologischen Schema dargestellt. Und metathalamische Zentren entwickeln sich auch aus dem Diencephalon, worüber Sie später noch Vorlesungen hören werden. Das Corpus geniculatum laterale und mediale werden auch davon entwickeln. Sie werden als Thalamusteile dann abgehandelt später in anderen Vorlesungen. Und am Ende der Vorlesung werde ich jetzt kurz über Hirnstamm und Kleinhirn noch etwas sagen. Ausführlich wird das natürlich nicht sein. In so kurzer Zeit geht das nicht, aber Sie werden wochenlang diese Sachen im Rahmen der Praktika studieren. Wie ich schon erwähnt habe, man hat den Hirnstamm, der aus dem Mittelhirn, Mesencephalon und Pons und aus der Medulla oblongata besteht. Und unten hat man noch das Kleinhirn. Und in dieser Abbildung habe ich noch mit Gelb die Hirnnerven. Und Sie haben die schon alle kennengelernt. Es lohnt sich, die zu wiederholen. Den Bulbus olfactorius wissen Sie noch von der Lamina cribrosa, dass das die Riechschleimhaut innerviert. Den Nervus opticus kann man auch sehen. Da ist der zweite Hirnnerv aus dem, durch den Canalis nervi. Canalis opticus geht da hindurch. Und dann der dritte Hirnnerv, der Nervus oculomotorius, kommt aus der Fossa interpeduncularis raus und verlässt den Schädel durch Fissura orbitalis superior. Dann der nächste ist der Nervus trochlearis. Der ist ein rot markiert, weil der einzige Hirnnerv ist, der auf der Rückseite des Hirnstammes hinaustritt, wie Sie rechts in einem dorsalen Aspekt sehen können. Dann kommt der fünfte, der Trigeminus. Der kommt am Brückenarmgrenze aus dem Hirnstamm hinaus. Dann der sechste, der Abducens. Der entspringt an der Grenze zwischen Pons und Medulla oblongata. Der macht Augenbewegungen, genauso wie der Trochlearis. Der Facialis, der siebte Hirnnerv, hat in der Regel zwei kleine Wurzeln. Und direkt daneben kommt der Nervus vestibulocochlearis aus dem Kleinhirnbrückenwinkel hinaus und geht zum Meatus acousticus internus. Dann wieder drei Hirnnerven zusammen in Reihenfolge 9, 10 und 11, glossopharyngeus, vagus und accessorius. Sie entspringen seitlich der Olive und sie verlassen den Schädel durchs Foramen jugulare, wie Sie auch schon bald wiederholen oder haben schon auch sogar wiederholt. Und letztendlich der Nervus hypoglossus kommt aus dem verlängerten Mark medial der Olive raus und das wird dann durch den Hypoglossuskanal den Schädel verlassen. Also Sie müssen all diese Hirnnerven am Gehirn erkennen können später und die Austrittsstellen vom Gehirn und vom Schädel habe ich auch aufgelistet. Im Rahmen der Praktika wird das selbstverständlich noch wiederholt und gezeigt. Das ist dieselbe, vielleicht ein bisschen mehr detailliert. Ich würde jetzt da die Hirnnerven nicht nochmal auflisten, die römischen Ziffern identifizieren Sie genau. Ich wollte nur eine Sache betonen, die Grenze zwischen Brücke und verlängertes Mark ist von einer Rinne betont. Die Rinne heißt Sulcus pontomedullaris, von vorne ist das gut sichtbar, auf der Rückseite aber ist das gut versteckt, man muss das Kleinhirn abschneiden. Wie Sie sehen können, ist das Kleinhirn entfernt. Und dann sieht man dort die Striae medullaris im vierten Ventrikel, die dann die Grenze zwischen Brücke
und verlängertes Mark dann darstellen. Ich habe noch die Querschnitte hier markiert. Wieder mehr Details werden in späteren Vorlesungen erklärt. Ich habe nur die Grundbegriffe jetzt gesammelt. Wenn ich ihm einen Querschnitt vom Mittelhirn mache, dann oben ist ein Tectum, unten ein Tegmentum und ganz unten ein Crus cerebri zu definieren. Und das Tegmentum und der Crus cerebri werden zusammen als Pedunculus cerebri bezeichnet. Dann, wenn ich auf der Höhe der Brücke einen Querschnitt mache, dann kann man ein Tegmentum und ein Basis definieren. Und beim verlängerten Mark wieder mal ein Tegmentum und unten der Pyramis entsteht, was man am linken Bild auch anschauen kann. Also das sind die Querschnitte des Hirnstammes, wieder Grundbegriffe. Weitere Details kommen im Rahmen der individuellen Praktika. Und die letzte Frage ist ein Überblick am Kleinhirn. Wieder mehr Details werden Sie darüber hören. Es ist links oben ein Medianschnitt. Und ich habe mit der roten Markierung eine Schnittebene dargestellt, was Sie in der Mitte sehen. Wenn ich das Kleinhirn abschneide, dann ich muss die Kleinhirnschenkeln durchtrennen, um das Kleinhirn von dem Hirnstamm beseitigen zu können. Und wenn ich dieses Präparat mache, es entsteht der Pedunculus cerebellaris superior, medius und inferior. Das sind die Kleinhirnstiele oder Schenkeln, die all die Bahnen beinhalten, die dann das Kleinhirn mit den anderen Hirnarealen hat. Sie werden über alle Pedunculi die ganzen Bahnen erlernen, die dorthin durchtreten mit Funktion später. Und wenn man das Kleinhirn horizontal schneidet, dann sieht man wieder, dass an der Oberfläche graue Substanz lokalisiert ist und in der Tiefe, man kann tiefliegende Kleinhirnkerne identifizieren, sowie den Nucleus dentatus, den Nucleus emboliformis, die Nuclei globosi, man kann die in Mehrzahl auch sagen, weil da zwei kleinere da sind pro Seite, und dann in der Mitte oder näher zu der Mittellinie, man kann den Nucleus fastigii finden. Davon makroskopisch im Saal werden Sie den Nucleus dentatus mit bloßem Auge sehen. Die anderen sind eher so mikroskopische Sachen, aber die Liste der Kerne müssen Sie wissen. Funktion, Verbindung und so weiter kommt noch später dazu. So, die Zeit ist um. Ich wollte jetzt einfach nur einen Überblick am Gehirn geben. Ich weiß, dass diese Vorlesung besonders schnell war. Ich will auch nicht, dass Sie jetzt das alles auf einmal erlernen. Ich will nur, dass Sie wissen, was es bedeutet, wenn jemand Hirnstamm sagt, Großhirn sagt, Zwischenhirn sagt. Und so, wenn Sie diese Folien durchblättern oder diese Vorlesung nochmal zuhören, Sie werden dann vielleicht einen Überblick an dem Gehirn haben, weil Überblick hatten schon wirklich berühmte Personen am Gehirn auch, wenn diese Folie funktionieren würde. Das ist das Dach der Sixtinischen Kapelle von Vatikanstadt und Michelangelo war ganz gut in Anatomie, nicht nur, weil er all die Muskeln richtig dargestellt hat an Adam, sondern auch, weil er ganz genau wusste, wo die unterschiedlichen Hirnarealen sind. Und er wusste auch ganz genau, welche Teile das Gehirn hat. Ich hoffe, das werden Sie auch wissen. Jetzt kurze technische Pause und um eins machen wir mit der nächsten Vorlesung weiter. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns in ein paar Minuten. Dankeschön.